Seit dem 1. Februar wird in Hannover auf großer Bühne geimpft. Das Impfzentrum auf dem Messegelände hat den Betrieb aufgenommen. Hier sollen Personen aus der Region und der Stadt Hannover gegen das Coronavirus geimpft werden. Aktuell sind das 450 Menschen pro Tag. Oberbürgermeister Bellet Oneid zeigt sich trotz der niedrigen Zahl zufrieden. Also wir befinden uns in einer historischen Impfkampagne. Wir wollen so viele Menschen impfen wie nie zuvor. Das heißt für uns, dass wir große Kraftanstrengungen vollbringen müssen. Das ist für uns heute ein guter Tag, weil das Impfzentrum heute richtig geöffnet ist, auch für den Publikumsverkehr. Wir können leider vorerst nur 450 Impfungen pro Tag anbieten. Der begrenzende Faktor ist dabei der Impfstoff. Aber ich hoffe auch, dass wir diese Frage schnell geklärt bekommen, sodass wir hier die volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen. Es gibt Engpässe bei der Impfstofflieferung. Die Infrastruktur im Impfzentrum ist eigentlich auf Größeres ausgelegt. Vorausgesetzt, man weiß im Vorfeld, wann die Impfdosen Hannover erreichen. Wir können im Moment, glaube ich, auch hier schon 2000 schaffen. Und wenn wir wüssten, dass wir mehr Impfstoff bekämen, könnten wir weiter ausdehnen, weil Platz da ist und weil die Komponenten da waren. Aber das braucht dann wieder ein bisschen Vorlauf. Wegen der Impfstoffknappheit gibt es auch Probleme bei der Vergabe von Terminen. Außerdem sind Hotlines und Webseiten oft überlastet, sodass Personen, die sich laut Impfreihenfolge impfen lassen könnten, Schwierigkeiten bei der Terminbuchung hatten. Dennoch glaubt Regionspräsident Jagau, dass sich diese anfänglichen Probleme beheben, denn inzwischen sind die Teams, die ja Erfahrungen gesammelt haben, auch in den Pflegeheimen so, dass jedes Team auch wirklich eine ganze Menge mehr schaffen kann, weil die einfach routinierter sind. Das musste man üben. Dieser Impfstoff ist sehr empfindlich, wie er aufgezogen werden muss und so. Und je länger man das täglich geübt hat oder je mehr Erfahrung man hat, umso besser werden natürlich auch die Abläufe. Wenn das Impfzentrum seine vollen Kapazitäten ausschöpft, sollen pro Tag bis zu 1000 Menschen geimpft werden. Wie dann ein Tag im Impfzentrum aussehen kann, erklärt Bellet Oneid. Wir haben ja aktuell Stand heute 8 Impfzüge, die wir in Betrieb nehmen könnten. Das hieße dann, wir könnten pro Stunde bis zu knapp 120 Impfungen durchführen. Das macht deutlich, dass da noch mehr drin ist auch. Wir können am Wochenende impfen, wir können über die Arbeitszeiten insgesamt am Tag sprechen. Das heißt, wir haben hier Kapazitäten, die wir voll ausschöpfen müssten. Wir könnten diese Kapazitäten hier auf dem Messegelände auch noch weiter ausbauen. Also insofern haben wir da Möglichkeiten, das noch zu variieren. Und so sieht ein Besuch im Impfzentrum aus. An bis zu 12 Impfstraßen können Menschen geimpft werden. Begonnen wird mit der Anmeldung der Person, wo überprüft wird, ob sie einen Termin hat. Es wird die Temperatur gemessen. Die Person wird einem Impfplatz zugewiesen, je nachdem, ob es die erste oder zweite Impfung ist. Dort wird dann nochmal anhand eines Lichtbildausweises überprüft, ob diese Person auch impfberechtigt ist. Vor der Impfung klärt ein Arzt noch einmal den Patienten darüber auf. Einschließlich der Impfung dauert das Durchlaufen einer Impfstraße knapp 30 Minuten. Nach der Impfung müssen Personen noch 15 Minuten in einem Wartebereich verbleiben. Bei möglichen Nebenwirkungen werden sie medizinisch betreut. Wie der Impfstoff möglichst schnell möglichst viele Menschen aus der Region Hannover erreichen soll, hänge jetzt auch von der Politik ab. Was für uns hier auf der kommunalen Ebene entscheidend ist, dass wir Klarheit brauchen darüber, wie der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate aussieht, wann welcher Impfstoff und in welcher Menge zur Verfügung steht, sodass wir hier auch Planungs- und dann auch Kommunikationssicherheit haben. Nach dem Impfgipfel am 1. Februar, bei dem Bund und Länder mit ImpfstoffproduzentInnen beraten haben, bleibt dennoch einiges unklar. Angela Merkel hat zwar versprochen, dass jeder in Deutschland lebende Mensch bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhalten soll. Details eines nationalen Impfplans bleiben allerdings weiter vage, aufgrund der Unsicherheiten bei der Impfstofflieferung. Erst ab März könne mit einer ausgeweiteten Produktion gerechnet werden. Also bleibt die Versorgung mit Impfstoff weiter unsicher.